Servus Freunde und herzlich willkommen zu meinem zweiten Tag in Krakau. Heute haben wir vor allem so Museen besucht, eine Artgalerie und zu guter Letzt haben wir gut gegessen. Bleibt stabil und verfolgt mich hier weiterhin. Nach einem kleinen Spaziergang wurde ich natürlich ein bisschen hungrig und habe mir einen Cappuccino geholt und ich habe gefrühstückt. Dann war ich direkt im St. Maria Basilika drinne und es war schon mega impressive. Riesengroß, alles vergoldet. Man sieht hier auch viele Leute, die machen hier direkt auch die Fotos und so. Wirklich, wirklich schön. Vor allem, was ich richtig heftig fand, es gab so einen Bereich, wo man dann halt wirklich in Ruhe beten konnte. Und der andere Bereich war dann für Touris, die konnten dann ihre Bilder machen. Bevor ich dann in der Kunstgalerie war, haben wir hier noch so einen Flohmarkt entdeckt. Mega süß gemacht, voll bunt und eigentlich hast du in jedem Laden das Gleiche gefunden, aber trotzdem schön. Vor allem bei diesen eisigen Temperaturen in Krakau bekommt man wirklich auch schnell Hunger und dann habe ich mir hier so ein Latte Macchiato geholt, Twix Geschmack und so einen leckeren Pertote. Nachdem ich ein bisschen gesättigt war, ein bisschen gestärkt war, habe ich mich auf den Weg zur Kunstgalerie gemacht. Hier musste man dann schnell mal Taschen, die großen Jacken ablegen. Dann durfte man auch endlich in die Galerie rein. Die Kunstgalerie war kostenlos, war auch jetzt nicht riesig. Ich glaube, da waren so 3 Räume und in jedem Raum stand ein Security und wirklich eine Frau, die ist irgendwie hysterisch hier und da hingelaufen. Dachte auch, wir so klauen so Bilder oder so. Auf jeden Fall waren da noch unten so Security, also alles hier hochsicher. Aber mit Handyfilm geht schon klar. Wer hätte es gedacht, nach der Kunstgalerie und nach einem kleinen Ausflug durch die Stadt gibt's wieder Essen. Ich habe mich hier für das unterste Menü entschieden und es war schon heftig und sehr deftig. Danach gab's Tee. Und nach dem Tee ging's dann nach Hause und ich bin fertig mit dem Tag. Ab ins Bett und morgen geht's dann ins Museum für Auschwitz. Und da drehe ich hoffentlich mehr und habt ihr mehr zu sehen. Bis dann. Ciao, ciao.